genauso weiter zu spielen und vielleicht dann wirklich. Ach so, geht ja schon gut los. Yuzunai, den sie von ManU geholt haben. Zu schaffen. Jetzt geht's los, die Dortmunder stoßen an. Ja, du passt dann einfach zu Pineta, oder wie der heißt. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie spielen's offensiver heute im 4-5-1. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Ey, komm, das war kein cleaner Tackle, ey. Da passt er auf und geht dazwischen. Nun Firmino. Castro am Ball. Reus. Da reichen mahnende Worte. Hast du gerade das Geräusch gehört vom Ball, ne? Der eben erst begonnen. Ja, Mann. Sie wollen keine Zeit verlieren. Der Freistoß ist schon ausgeführt. Und da holt er sich den Ball. Lallana. Alter, war Abseits, oder? Ja. Der Angriff könnte was werden. Oder auch nicht. Christian Benteke. War kein Abseits. Fuck, ey, dann hätte ich aber das nicht gemacht, ne? Ja, war mir schon klar, aber bis er das mal, bis er mal spielt, ey. Jetzt Alberto Moreno. Boah. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Und Aubameyang. Sehr gut reingespielt. Reus! Alter! Er kann ihn ach so! Erklären. Eine super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Und den Ball hat er sich geholt. Das wird gefährlich. Benteke! Gute Aktion vom Deutscher. Den hält er, weißt du? Den hält er, ey. Der war nicht mal mitten aufs Tor geschossen, der war ins Eck geschossen, ey. Wie kann er den bitte halten, Mann? Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ja. Castro am Ball. Da passt er auf, Ball geklärt. Schöne Flanke. Milner. Oh, ey, warum mit dem Fuß? Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Sieht gut aus, der Pass kommt. Ach komm, ey. Du mit dem beschissenen Stehenbleiben immer, obwohl ich gleich drücke, ey. Ich hasse es, Mann. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Fehlpass von Reus. Ja, normal. Und damit sind sie am Ball. Alter, kann man den vorbeischießen? Alter, war auf dem rechten. Ach, da war einer dran. Ja. Oh, Schwein gehabt. Klein. Wird's jetzt gefährlich. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Adam Lallana. Ey. Jetzt haben sie den Ball. Ich verstehe es halt. Können sie jetzt nicht einen Angriff einleiten? Ah, Scheiße. Vertändelt. Er passt ihn auf den Flügel. Schön. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Und Lallana. Ich will doch kurz wieder rüberspielen, ey. Geht das nicht, oder was? Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Ilkay Gündoğan. Ja, Mann, aber er macht es natürlich, ne? Bei mir geht er an die Stange, ey. Das ist Momentum, what's up, wir machen noch zwei. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt liegen die Dortmunder Borussia vorne. Auch rein von den Chancen her. Das könnte die Chance werden. Der war nicht gut.
Mkhitaryan. Castro am Ball. Und das ist ein Freistoß für den nicht, BVB. Ey. Schnell ausgeführt. Ich mache jetzt gleich mal einen Foul, ey, dass er mal weiß, wenn er pfeifen kann. Emre Can. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Ja, das nächste Mal stoppe ich, ne? Fangen wir wieder bei der U12 an, ne? Roberto Firmino. Sehr gutes Abspiel, jetzt hat er die Chance. Lol. Mit der Ecke könnten sie den Ausgleich schaffen. Bei uns war er reingegangen. Ja, normal. Erster Vorteil, aber der ich hoffe, dass mehr. Es gelb gibt, ne? Weil das war alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Jetzt schießt er. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und nun Lallana. Er geht halt nicht gleich hin, Mann. Und nun Castro. Oh. Jeder andere wird... Ne. Mkhitaryan. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Ey, ernsthaft? Ich raste gleich aus, ne? Das ist ja ein Scherz, oder? Ach so. Und jetzt ein Konto ist. Ja. Beide Teams noch. Alle Chancen. Holen wir noch. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Naja, Hummels, der alte Sprinter. Mkhitaryan. Da zieht er ab. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Elfmeter. Wenigstens das, ey. Er gibt den Elfer. Und Rot noch? Gut so. Hat er es zu ihm gesagt, dass er gesehen hat? Scheinbar bewertet er den Strafstoß. Naja, es war Ball, aber guck mal, wie der reingeht, ey. Willst du schießen oder soll ich? Nee. Aber ich weiß nicht, wie ich die abgebe. Naja, eigentlich fast genauso. Nee. Ach. Ich schieß mit Firmino. Vor allen Dingen, ja. Dass ich gerade mit Benteke durchgelaufen bin und ich habe Hummels ist mir hinterhergekommen und kam noch ran. Ja. Ja. Ja, schon krass. 1-1, wieder unentschieden. Sonst haben wir keinen Stich gesehen gegen den Typen. Da kein Bock mehr oder was? Benteke. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Jetzt Aubameyang. Ah, oh, scheiße. Und nun ein Schuss. Klasse aufgepasst. Schwein gehabt, ey. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Deuterleistung. Zwei Leute hängen halt an Aubameyang dran, ne? Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer. Und da Alter, das ist sinnloses Nachgekrätsche hier. Mann. Biko. Skirtle. Sakko. Lol, was ist denn das? Abseits. Na, vielleicht, ne? Und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Weil der Reus, der hatte gerade schon Geld, ne? Der hat voll nachgekrätscht. Hätte locker eine gelb-rote sein müssen eigentlich. Oh fuck, das ist zu weit, scheiße. Da kommt Tor, man berührt. Der Ball geht ins Aus, das gibt einen Abstoß. Kurzer Blick auf die Wiederholung des Elfmeters. Sicher und humorlos rechts ins Eck dieser Strafstoß.
Mkhitaryan. Ey. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, das war schlecht verteidigt. Das war Ball! Alter, was ist denn das? Ey, nee, das war nicht Ball, ey. Vor allen Dingen, ich bin aber von vorne gekommen. Und er schickt ihn nicht runter. Riesenglück. Das kann doch nicht sein. Da dürfte er selbst überrascht sein. Jetzt muss er aber höllisch aufpassen. Er hat da! Klasse, da hat er geahnt, wo der Ball hingeht. Klein. Und jetzt der BVB. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ich meine nicht, dass ich am Ball war, sondern dass ich eigentlich vom Grätschwinkel her... Ach, scheiße. Sorry. Zu früh, dass ich eigentlich vom Winkel, vom Grätschen her genau optimal war. Und der Typ trifft aber nur einen Fuß in den Ball. Das meinte ich. Hm. Ball habe ich nie erwischt, das stimmt schon. Benteke. Das macht er gut. Das gibt's doch nie, ey. Das war einfach. Und er hat den Ball. Der kommt gut. Hand. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Und Lallana. So, hier haben wir eine Einblendung. Zeigt uns die Ballbesitzstatistik, Buschi. Da hätten wir die Zahlen gar nicht gebraucht. Man... Klar, Freistoß gibt's. So laufen beide zusammen, oder? Wie so gedacht, ja, genau. Sauberes! Und jetzt führt sie! Ja, Mann. Sauberes Ding, Alter. Habt ihr gewusst, das war immer noch. Das ist große Klasse. Schön, dass du die gespielt hast. Gut reagiert. Dafür ist er ja bekannt. Ein absoluter Edeltechniker. Die Dortmunder müssen kommen. Durch das Tor liegen sie hinten. Ach so. Was ein Rückpass, ey. Roberto Moreno. Nun Gündoğan. Oh, komm. Und Aubameyang. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Er gibt mir den Spieler halt auch nicht, der da vorbeiläuft. Ich kann ihn auch nicht nehmen, weißt du? Janusai nennt man den, okay. Ach, komm, ey. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Boah, hab ich gar nicht gesehen, dass da noch einer dahinter ist. Jetzt sind sie am Ball. Wird das eine Torchance? Ja. Janusai. Den Ball hat er. Ey, du kannst ihm auch den Ball nicht wegnehmen, manchmal, ne? Das geht einfach nicht, ey. Guck dir das an, Mann! Schlag ihn bitte einfach... Jetzt Götze. Einfach nach vor, Mann. Ja. Und jetzt Gündoğan. Janusai. Ja. Benteke jetzt am Ball. Warum läuft er denn nicht? 5 Minuten sind es hier noch und sie müssen bis zum Ende konzentriert bleiben, wenn sie hier gewinnen wollen. Oh. Jetzt haben sie kurz vor nichts. Dem Ende vielleicht noch mal eine gute Möglichkeit. Lassen die Zeit jetzt ein bisschen runterlaufen. So, da gibt es Wiedersehen. Eine dumme Aktion, Wolf, das kann man nicht anders sagen. An der Stelle... Das war vorhin schon mit Reus. Reus müsste auch schon weg sein. Ich glaube, das war Reus. Ja, ich glaube auch. Das war Reus. Wenn er da so rein, er hatte schon gelb. Dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Guck's dir an, du Penner. Genieß es. Und nun ein Schuss. In Überzahl muss man manchmal Geduld beweisen. Genau, da lässt so. Am besten den Gegner laufen. Ja, das ist dieses schöne Tor. Leider hat er schön auf Konter gespielt. Ja. Ein guter Ausgangsfaktor. Oder er wollte Abseitsfalle machen, keine Ahnung. 3-1 heißt es also jetzt.
Würden sie bestimmt ewig nie anwetten. Sind sicher Deutsche, gegen die wir spielen. Es wird einiges nachgespielt hier. 5 Minuten sind angezeigt. Milner. Das wird Freistoß gegen den BVB geben. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Zeit. Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen einen kühlen Kopf bewahren. Jetzt komm, Meckert. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da kann der Schiedsrichter so eine Grätsche musst du unterbinden. Marco Reuser Ball. Ja, Mann. Jetzt ist es vorbei. Der Schiri pfeift ab. Was war für dich ausschlaggebend für dieses Erfolgserlebnis? Naja, die haben die Überzahl im Spielverlauf einfach gut ausgespielt, gut ausgenutzt und das war entscheidend. 2 Elfmeter, ne? Ein Platzverweis. 2 Elfmeter? Ach stimmt, ja, ich habe ihn gehalten. Eine überragende Vorstellung.